Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moin Moin und hallo liebe Leute, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Ich latsche jetzt weiter hier mit dem Victor durch die Gegend. Das ist nun das, glaube ich, vierte Gameplay-Video, was ich euch präsentieren kann. Und habe jetzt einen Bild am Start. Da wird mindestens einer von euch, weiß ich schon ganz genau, wirklich hart in seine Tastatur beißen. Es ist nämlich ein Sniper-Bild für aus der zweiten Reihe dann natürlich bevorzugt. Er hat eine Gauss-Rifle und zwei PPCs. Und noch ein Long-Range-Missile 15er, um einfach auf den Sack zu gehen. Das liebe ich also an den Dingern. Denn bei diesem Mac ist es, wenn ich mich nicht irre, ich teste es einfach mal. Jawohl, so, dass es in zwei Volleys rausgeschossen wird. Das sind also zwei Einschläge schon mal beim Gegner. Und sowieso, die Missile-Warnung macht nochmal ein bisschen Psychostress und der ganze Mist. Das finde ich immer ziemlich nice, dann auch Long-Range-Missiles dabei zu haben, wenn man es irgendwie einrichten kann. 30 Schuss für die Gauss-Rifle reicht mir persönlich. Ich habe eine 255er Standard-Engine verbaut. Geschwindigkeit ist akzeptabel für einen Assault-Mac. Finde ich das vollkommen okay mit 51,6 km/h. Und dann halt natürlich noch die PPCs mit einer wirklich mehr als ausreichenden Hitzeeffizienz. Und jetzt mal im Checken, da sieht man nichts, ne? Da hinten ist was. Aber was es wohl war? Katapult? Ich konnte es echt nicht ganz genau erkennen. Das sah für mich fast aus wie ein Stalker mit Jump Jets. Das wird es aber nicht gewesen sein. Oder war es der Jenner? Long Range muss jetzt auch draufhalten. Jetzt habe ich endlich eine Peilung. Wusch. Und sie braucht direkt wieder weg. Komm, komm, komm. Widerruf. Alter, der kriegt aber viele. Schade, dass die Peilung jetzt weg ist. Das hätte den, glaube ich, ziemlich fies auseinandergenommen mit so vielen Long Range Missiles. Mal eben hier oben Berg so das gute alte Sniper-Verhalten hier jetzt an den Tag legen. Was haben wir da hinten jetzt so in Sicht? Nichts. Da hinten kommt irgendwo ein Zikada. Und ansonsten was? Also, da kommen noch ein paar. Was war das? Ein 5er Long Range Missiles oder was? Das ist auch nice zum Nerven. Da hinten haben wir jetzt mal was. Ein Spider. Und relativ viele Light Max. Würde ich mal frei behaupten im gegnerischen Team. Es hagelt Langstreckenraketen auf den kleinen Spider. Na schade, ich dachte, jetzt hätte seine Richtung ein bisschen weiter. Da hinten ist nichts. Also ich bin gerade eben echt ein bisschen unkonzentriert, weil ich habe eigentlich gar nicht so viel Bock auf diesem Bild. Ich möchte lieber wieder brawlen gehen. Schön Melee-Bild. Ich habe da noch was im Kopf, aber dieser Sniper-Bild, das muss jetzt natürlich auch mal sein. Das ist ja auch das, was die Leute mitunter natürlich interessiert bei so einem Mac. Ob man damit snipen kann oder nicht. Also Jump-Snipen würde ich jetzt nicht unbedingt machen, einfach wegen der aktuellen Änderungen. Ich frage mich ja echt, wo der Feind wohl ist. Das finde ich voll strange. Ich habe jetzt gerade schon wieder voll vergessen, wo ich war. Auf jeden Fall möchte ich hier echt gerne diesen Sniper-Bild mal schnell hinter mich bringen. Aber hier sind absolut keine Gegner. Und so richtig suchen gehen brauche ich damit ja natürlich auch nicht. Ah, in der Höhle hocken sie alle. Okay, gut zu wissen. Auf jeden Fall, suchen gehen bräuchte ich sie ja auch nicht, weil wenn ich jetzt im Nahkampf auf irgendwelche stoße, dann hätte ich das Problem, dass sie mich wirklich fies auseinandernehmen können. Weil die PPCs ja ihre gewisse Mindestreichweite haben, auch wenn die Gauss Rifle vollen Schaden raushauen könnte. Da ist der nächste Light Mac. Ah, die kommen alle langsam wieder zurück zu Base. Da hagelt jetzt gerade Laserstrahlen und Raketen. Mein Team ist sowieso schon ein bisschen weiter vorgeprescht, dann mache ich das Ganze doch jetzt auch mal. Schön in Deckung meines Teams. Da hinten kommt jetzt nichts überraschend, ne? Ne, gut. Da mal eben noch kurz ein bisschen geduldig sein und dann wird ordentlich gesniped. Behaupte ich jetzt mal zumindest, dass es ordentliches gesniped sein wird. Der Jenner, der hat sich wirklich sehr lange. Wo ging Kämpfer? Wo ging Centurion und Long Range Missiles? Wusch, wusch. Da kommt ein X5. Oha. Da habe ich mich zu lange ablenken lassen. Na, selbst schuld. Den habe ich verdient, den Treffer. Ich werde jetzt mal mit hier rüber latschen. Gucken, dass ich hier da noch irgendwie was mitreißen kann. Oh mein Gott, Alter, der Jenner lebt immer noch und wir haben noch einen aus unserem Team verloren. Ein Heavy Metal. Das ist mal so der korrekte Gegner für den Victor. Oh, aus dem Weg, Alter. Schade, da konnte ich jetzt keinen mehr rausdrücken. Da war der kleine Centurion im Weg. Ich hoffe, dass das nicht öfters passiert, weil wenn man so einen schönen Sniper-Alpha irgendwo reindrücken kann, es ist natürlich Faden verloren. Egal. Ah, ich bin wirklich, ich merke immer mehr, dass ich mich absolut nicht konzentriere gerade.
Also es tut mir wohl leid für euch, dass euch diese Mist so geben ist. Okay, jetzt konzentriere ich mich mal richtig. Wir gehen jetzt mal rüber und versuchen den Heavy Metal auseinanderzunehmen. Mit seinem... Oh, der hat aber ein Bild, der könnte mir auf diese Reichweite doch schon ziemlich gefährlich werden, wenn ich mich jetzt näher rantraue. Ein Heavy da hinten, denn da kommt er angelatscht. Da ist noch was. Was auch immer so. Ich habe den Jenner erwischt. Oh mein Gott. Das ist ein aufbauendes Gefühl. Ein Atlas da hinten. Mit der Gauss zumindest erwischt. Mal ein bisschen näher rangehen. Ich glaube, der ist ein bisschen auf Long Range gemessert. Ich hoffe jetzt, dass er mir hier nicht gleich meine Schussbahn blockiert. Aber das macht er natürlich doch. Alle Hoffnungen umsonst. Und jetzt snipen wir hier mal ein bisschen was auseinander. Boom. Schade. Falsche Seite getroffen. Den Tor hätte ich mir sparen können. Aber sag mal, kann auch nicht angehen, dass ich hier... Oh Mann, das ist mega ärgerlich. So wird schlechtes Aiming bestraft, wenn man mit dem Sniper unterwegs ist. Da war ich ein bisschen überheblich, weil ich so wundervoll den linken Torso noch weggebratzt habe. Und da habe ich mir dann, glaube ich, zu viel drauf eingebildet. Aber okay, machen wir mal weiter hier mit dem fröhlichen Auseinanderschrauben. Der Atlas-Pilot, der stört mich so ein klein wenig. Der nimmt mir doch immer relativ viel Platz beim Ziel weg. Aber jetzt hier, boom. Na also, was haben wir hier? Ist das der X5? Jawohl. Nur roten Center Torso. Den kann man nochmal schnell ausschalten. Erstmal ein Long Range Missiles hinterher und dann gucken. Na, da muss er doch irgendwo jetzt lang kommen. Boom. Jawohl. Also ich gebe zu, Snipen macht immer noch so ein bisschen Spaß, weil man sich dabei relativ mächtig fühlen kann. Aber insgesamt sind das halt, wie glaube ich schon mal eingangs erwähnt, so Builds, die ich gar nicht mehr so häufig fahren möchte. Ich finde Brawl viel geiler. Also wirklich Melee-Range mit der Pumpgun, Short-Range-Missiles, Pulse-Laser oder generell ganz viele Medium-Laser ja auch nicht mehr, aber doch schon so ein paar Medium-Laser. Ich hoffe, es schafft gleich einer, sich auf unsere Base zu stellen. Was ist denn das da hinten? Cicada. Na, das wird ein bisschen schwierig. Oh oh. Das könnte glatt noch ein Loose werden. Also ich... Sorry hier für meine lustlosig und Verplantheit, Ticklichkeit, was auch immer. Die nächsten Videos werden wieder besser. Aber hier konnte ich jetzt schon mal wieder präsentieren, was man so snipermäßig mit dem Ding reißen kann. Die Long Range Missiles, eine wunderbare Ergänzung, wie immer. Na, schaffen wir das noch? Ja, der Katapult ist gleich da. Der Centurion bringt sich irgendwie nicht in die richtige Position. Was soll das denn, Alter? Ah, gut, jetzt hat sie in verdienter Art und Weise auch zerlegt. Was haben wir da hinten? Ah, der Cicada. Noch ein Cicada von der Gegner aus. Oh, oh, und der Katapult rennt hinterm Cicada her und nicht in unsere Basis. Das ist... Nervenkitzel pur, Alter. Komm, hier mit Long Range Missile supporten, zumindest irgendwie den rechten Arm wegspringen oder sowas. Stell dich in unsere Basis. Move into our base, Alter. Das haben wir gleich sonst verloren. Ach, gut, Mann. Guter Junge. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Das wird ein Loose. No. Verdammt. Ah, das war zum Schluss ja echt noch knapp. Ein paar Sekunden mehr. Verdammt. Aber jetzt bin ich mal gespannt auf die Sets. Sniper-Bildmäßig. Klar, ein paar Kills gefahren. Und mit dem Alpha, der dabei rumkommt, ist der Schadensoutput wahrscheinlich auch nicht allzu gering. Ah, wobei doch nur 329. Mensch, ich hätte mehr erwartet. Aber gut, 3 Kills, 3 Assists. Typischer Sniper-Bild. Ich empfehle euch die anderen Dinger. Auf jeden Fall. Aber hier ist halt einfach nur der Beweis, es wäre möglich. Man könnte noch die Long-Range-Missiles durch Short-Range-Missiles ersetzen. So ein bisschen mehr für den Nahkampf. Und dann die ER-PPCs nehmen, damit man ein Pseudo-Sniper-Bild hat und die Gegner im Nahkampf überraschen kann. Ich glaube, das probiere ich mal. Das wäre, glaube ich, ein bisschen cooler. In dem Sinne, Leute, schönen Samstag. Wäre das jetzt, glaube ich, mit diesem Video. Bis bald.